Ja! Hey, na? Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Vlog. Ich denke, ihr kennt das ganze Prozedere. Es ist ein Brief gekommen und ich bin mega hyped, denn dieser Brief hat mit meinem Postfach zu tun. Gestern habe ich dafür extra nochmal beim Support angerufen und heute ist das Paket schon da, denn im Idealfall... Im Idealfall sind das hier meine beiden Schlüssel für mein Postfach. Und jetzt zeigt euch der YouTuber Oskar, wie er sein Mittagessen wegräumt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh Mann, ey. So ist es nämlich. Wenn du es nicht tust, wer tut's dann? Dann tu ich später. Nein. So, und für alle, die mal glauben, dass Oskar klein ist, gehe ich jetzt mal von meinem Hocker runter. So, jetzt wo mein ganzer Kram auch weggeräumt ist, willkommen zu einem weiteren Video. Das war knapp. Das hier sind meine Schlüssel für mein neues Postfach und ich bin mega hyped, weil ich wollte jetzt wirklich schon sehr, sehr lange ein Postfach und habe ja schon im letzten Video darüber geredet. Ich erzähle euch später noch mehr dazu, weil jetzt gehe ich erstmal... weil ich gehe jetzt erstmal mit meinem Papa zusammen wieder mal in die Stadt. Denn ich war letztens beim H&M und habe mir ein paar neue schnieke kurzen Hosen gekauft. Und die eine Hose passt mir nicht, deswegen muss ich die zurückgeben. Ich gucke kurz bei meinem Postfach vorbei und dann mache ich mal wieder Sport. Und so langsam sieht man auch schon die ersten Kirschen heranwachsen. Das ist schön. Ich werde gleich zum ersten Mal mein Postfach öffnen. Ich bin super aufgeregt. Da ist jetzt natürlich noch nichts drin, soweit ich das erkennen kann. Aber hoffentlich kommen da bald ein paar Briefchen von uns an. Von euch an, nicht von mir. Endlich habe ich ein Postfach. Ich bin gerade im Bürgerbüro, weil ich meinen Ausweis anfordere. Und ich wurde gerade gerufen. So, ich gehe. Der Ausweis ist beantragt und ich kann jetzt erstmal wieder 3 Wochen warten und ihn dann abholen. Ich bin mega hyped, weil, keine Ahnung, ein Pass ist irgendwie, keine Ahnung, gehört für mich beim Erwachsensein dazu, wenn man das so sagen kann. Ich meine, ich bin natürlich erst 10, wie jeder weiß, aber... Ich versuche in den letzten Tagen ein bisschen mehr aus meiner Komfortzone zu steppen und mehr in Gegenden zu filmen, wo so mehr Leute sind oder halt in der Öffentlichkeit. Weil es mich, glaube ich, sehr vom Bloggen zurückhält, dass ich immer Angst habe, dass ich dumm angeguckt werde oder so. Mann, bist du hässlich. Weil die Sache mit meinem Ohr leider noch nicht besser geworden ist. Übrigens, ich bin jetzt gerade, habe gerade geduscht, bin vom Training wiedergekommen. Sehr, sehr ausgiebiges Training. Mein Ohr piepst immer noch sehr. Also das hat seit heute Morgen eigentlich. Seit heute Morgen habe ich halt einfach so einen fetten Tinnitus und ich höre halt einfach nur noch die Hälfte links. Und ich will morgen fit für den Videopreis sein und deswegen gehen wir jetzt noch kurz zum Arzt. Ja, und wir haben unseren Termin in 10 Minuten und deswegen sollte ich mich mal beeilen. A few moments later. Also, ich war jetzt beim Arzt und der hat einfach, also da war nichts irgendwie kaputt oder so, was ich befürchten muss. Und ich habe jetzt immer noch so eine Art Tinnitus, aber ich hoffe einfach, dass es bis morgen wieder ganz wird. Ich habe hier gerade mein Hemd für meinen Anzug, den ihr übrigens auch morgen oder halt im Vlog, der von morgen ist, sehen werdet. Mein Videopreisanzug. Ich muss jetzt nur noch mein Hemd bügeln, weil mein Anzug hat meine Mutter schon mitgenommen und mein Hemd muss ich noch bügeln und das muss ich dann vorsichtig in meinem Koffer verstauen.
A few moments. Stop it. So, es ist schon mittlerweile relativ spät und ich muss noch meinen kompletten Koffer packen. Ich komme gleich nochmal auf das Thema Postfach zurück, weil ich jetzt wirklich extrem gehypt bin, denn ihr könnt mir ab jetzt tatsächlich Post schicken und ich werde dann da auch so ein extra Format für machen, wo ich wirklich einfach Zuschauerpost auspacke, weil ich habe da mega Bock drauf und ich hoffe einfach, dass ihr ein paar Briefchen oder sowas habt, was ich dann im Vlog vorlesen oder zeigen kann. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Ich muss jetzt erstmal noch packen für 3 Tage, weil ich von Düsseldorf direkt weiter nach Kopenhagen fliege, um da wieder mit Limited zu shooten. Der ein oder andere weiß vielleicht noch, dass ich letztes Jahr mal für eine Modefirma aus... Oh, jetzt darf ich mich nicht blamieren. Genau, für eine Modemarke aus Dänemark geshootet habe. Und dieses Jahr bin ich wieder in einem kleinen Team dabei und darf da halt wieder mitshooten. Und das ist eigentlich ganz cool. Diesmal gibt es auch noch einen viel volleren Plan. Es gibt 2 Shooting-Tage und also ich bin mal auf jeden Fall gespannt, was da so passiert sollte. Leute, bevor ich es jetzt doch noch vergesse, ich bin komplett braindead. Ich bin so fertig. Das Rennen heute war extrem anstrengend und ich will einfach nur noch schlafen. Aber worauf ihr vielleicht alle gewartet habt, ist meine Postfachadresse. Und die seht ihr jetzt hier unten eingeblendet. Und ab sofort könnt ihr mir an diese Adresse hier, an dieses Postfach, Post schicken. Ich freue mich auf jeden einzelnen Brief von euch und bin wirklich mal gespannt, so in was für einer Menge das da kommt. Also ich kann jetzt nicht so richtig einschätzen, ob das so 2 Briefchen sind oder ob da so richtig fette Pakete kommen, aber wirklich, schickt mir einfach alles, auf was ihr Bock habt. Die Adresse steht hier unten und auch nochmal in der Videobeschreibung, habe ich die auch nochmal reingeschrieben. 5002 ist mein Postfach, genau. Und ich denke, damit ist alles gesagt. Ich bin mega aufgeregt für morgen. Morgen geht es dann endlich los mit dem Flieger nach Düsseldorf. Da ist der Webvideopreis. Da sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zuschauen.